Träumerei macht mich noch ganz nervös. Jeden Morgen dasselbe. Immer kommt er spät. Wenn ein Beamter so unpünktlich wäre, liegt er schon längst auf dem Pflaster. Aber Charme hat er heute. Unnachahmlich. Wenn ich das Wort Charme höre, habe ich schon gefressen. Bei uns sind's immer gar so charmant. Pünktlichkeit wäre mir lieber. Wir auch. Herr Ministerialrat, meine Zeit ist kostbar. Für 10 war die Ministerratssitzung anberaumt. Kann man denn nicht beim Herrn Minister anläuten? Na so, dann läuten Sie doch schon an. Langwillige Geschichte, das hier. Bitte schön, Herr Direktor, bitte schön. Verzeihung. Ja? Schon wieder der Herr Minister Bouvier, der hat heute schon zweimal angerufen. Oh, meine Verehrung, Exzellenz. Ja, ich bin selber ganz verzweifelt, wo er nur heute wieder bleibt. Na, wahrscheinlich hat ihn wieder die Valerie am Wickel. Na, dann sind wir verpflegt. Na, alle Herren sind drin, der Herr Kanzler auch. Na, wenn wir noch lange umeinander ziehen, dann fällt es der Schweizer am Ende gar noch im letzten Augenblick um. Nein, nein, der Wort, Exzellenz, der Wort. Du warst aber hin, Exzellenz. Guten Morgen, Exzellenz. Haben Exzellenz gut geruht? Na? Ah ja, richtig. Zigarre. Ja, ganz gut, Exzellenz. Ja, was sagst du nicht immer Exzellenz zu mir? Wir leben jetzt in einer demokratischen Republik, mein Lieber. Jetzt gibt's keine Exzellenzen mehr. Jawohl, Exzellenz. Morgen, so was Blödes, die haben mich heute ein bisschen verschlafen. Diese notorische Unpünktlichkeit von dem Lorenzo geht mir schon langsam auf die Nerven. Er wird heute mit dem Anziehen nicht fertig. Das Gwandl macht's Mandl. Aber jetzt sage ich ihm einmal meine Meinung. Gründlich. Wie kommt man denn dazu, dass wir immer auf ihn warten müssen? Sagen Sie, wer wartet auf mich? Der Hürlimann. Hürlimann, Hürlimann. Ja, sagen Sie, ist das nicht der, den der Bouvier geschickt hat wegen der Zollverpachtung? Scheiß dir, Mister. Ja, ja, na, den lassen Sie warten. Ja, so bringen Sie schon her, den Hürlimann. Der Herr Minister lässt bitten. Guten Morgen, Herr Minister. Ja, ja, also, haben Sie meinen Rat befolgt? Waren Sie gestern noch in der Stambul-Bar? Ich hatte zu arbeiten, Herr Minister. Ist aber schade, ist aber schade. Sie haben eigentlich gar nichts gehabt von Wien. Ich meine, mehr oder weniger privat so. Ich bin auch nicht zu meinen Privatvergnügen gekommen, Herr Minister. Ja, ja, ich weiß, wir gehen ja gleich. Na, also, wo haben wir es denn, das Vertragsangebot? Aha, da ist schon, ja. Die Sache ist eigentlich mehr oder weniger perfekt. Nur eine kleine Formalität, da ist Ministerratspräsidium. Ja, natürlich, die warten hier schon auf uns. Servus, Amandus, der Herr Minister. Guten Morgen, Herr Minister. Direktor, lass gleich mehr was haben. Hast du den Vertrag mit? Ja, was denn? Nicht, was Sie, können Sie eins meinen mit dem Herrn Ministerialrat die Zeit vertreiben? Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Ja, also, dann machen wir. Ja, wir können ja den Ministerrat nicht warten. Nein, da gehen wir. Servus, Marian, servus. Ja. Guten Morgen, Herr Kanzler. Ich habe mich ein bisschen im Ministerium verspätet. Na ja, sagt der Hürlimann, der Schweizer tut, was der zusammenfragt, der redet am Direktor. Da haben wir ein bisschen aufgehalten. Naja, macht ja nichts. Mach's, setz dich einmal aus. Die Sitzung ist eröffnet, meine Herren. Ich habe den Ministerrat zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen, damit das die Herren Exzellenzen dem Herrn Finanzminister, dass er das Vertragsangebot ausfertigen kann an die Schweizer. An die Schweizer. Und dass sie ihm die Genehmigung geben zum, ich erteile dem Herrn Finanzminister das Wort. Herr Kanzler, meine Herren, meine Exzellenzen. Entschuldige, dass ich dich unterbrich. Na, bitteschön. Ja, also, weißt du, ich meine nämlich nur, bevor dass wir die Sache jetzt hier offiziell angehen, da möchte ich doch vorerst noch einmal die Frage aufwerfen. Ja, haben wir denn gar keine andere Möglichkeit, als dass wir jetzt unsere Zölle verpachten? Ich weiß keine. Eben. Alle unsere Sicherheiten sind ja schon vergeben. Tabakmonopol hätten wir doch noch. Na ja, sei so gut, dass die Zigarren schlechter werden. Na? Und was ist mit den Gobelins in der Hofburg? Aber die haben wir ja auch schon belehnt. Na, also, du siehst, es bleiben eben nur die Zölle. Ja, auf unsere schönen Augen hin leiht uns halt kein Mensch auf nur einen Groschen. Weil das Angebot ist da, das Geld brauchen wir, also machen wir es schmerzlos. Herr Kanzler, meine Herren Exzellenzen. Bei dieser Zollverpachtung ist mir, als ob wir uns die Schlinge selber über den Hals ziehen täten. Ja, also, bitte, kann ich jetzt anfangen oder nicht? Bitte. Also. Herr Kanzler, meine Herren Exzellenzen. Da muss ich dem Herrn Innenminister vollständig recht geben. Wenn die Sache in der Öffentlichkeit zu früh bekannt wird, dann stoppt's. Wieso denn? Die Regierung hat doch die Vollmacht vom Parlament. Außerdem bleibt die Geschichte streng geheim, bis es soweit ist. Eben, nicht? Eben. Und wenn wir mal das Geld haben, ist den Leuten sowieso alles recht. Sehr richtig, meine Herren. Schaut euch einmal an, den Dings. Schaut euch an. Den Rapport. Ja, ich weiß schon. Den Rapport von der Staatskasse. Wie viel haben wir denn noch drin? Ja, also, ganz genau habe ich es nicht bei der Hand, aber
Sowas von Stierität war einfach noch nicht da. Neger sind wir, meine Herren, Neger. Ja. Also ich glaube, ich kann anfangen. Bitte. Herr Kanzler, meine Herren Exzellenzen. Unser Defizit steigt von Tag zu Tag. Ich habe daher die Verpachtung unserer sämtlichen Zölle in Erwägung gezogen und habe wochenlang mit einem Schweizer Bankkonsortium verhandelt. Der schweizerische Delegierte, Herr Direktor Raoul Hürlemann, schlug mir vor. Mit dem Herrn Finanzminister habe ich ja bisher über die Angelegenheit noch kein Wort gesprochen. Nur mit dem Herrn Minister Bouvier. Und das ist ausgezeichnet. Der Minister Bouvier, das ist der unternehmende Kopf bei uns. Und Dr. Lorenzer, das ist so mehr die ausführende Hand. Aha. Der Minister Bouvier, der aspiriert nämlich auf das Ressort des Finanzministers. Ich verstehe. Also Direktor Hürlemann wird in Bern unser Vertragsangebot zur Gegenzeichnung vorlegen, nach der wir dann sofort telegrafisch einen Vorschuss in der Höhe von 10 Millionen Schilling erhalten. 10 Millionen Schilling! Bravo! Kannst du unterschreiben? Ja, schon unterschrieben. Ich danke dir, lieber Kanzler, ich danke dir, ich bin jetzt gar nicht mehr nötig. Okay? Nein, Servus, die Sitzung ist demnach geschlossen. Servus! Servus! Darf man gratulieren, Exzellenz? Ja, natürlich, alles in schönster Ordnung. Hier ist das Vertragsangebot. Besten Dank, Herr Minister, Sie erhalten umgehend unsere Depesche. Ja, ja, aber es geht. Zuversichtlich, ich reise sofort ab. Jetzt habe ich aber höchste Zeit, es ist 11:30. Ich muss mich verabschieden. Aber schade. Sie haben eigentlich wirklich gar nichts gehabt von Wien. In die Istanbul-Bar hätte es gehen sollen. Na, ich sage, Herr Direktor, Frauen, ich sage... Das Ihnen, nächste Mal. Ja, Sie wieder was von uns packen. Na, sei so gut, wir sind eh schon ganz ausverkauft. Jetzt muss ich mich aber wirklich verabschieden. Auf Wiedersehen. Reise. Dankeschön. Na also, du, bist jetzt zufrieden mit mir? Restlos, Amandus. Ja, also, jetzt haben wir aber ein paar Tage Erholungsurlaub verdient, nicht? Dann morgen in aller Früh frei nach Lugano. Na recht hast, das kannst du schon leisten auf die Planke hinauf. Ne? Nimmst du deine Frau mit? Ein bisschen gescheit. Wäre eine schöne Erholung. Fahr natürlich ganz allein. Gut, ich fahr jetzt gern mit. Das geht nicht, Paula. Sie wissen doch, der Minister ist nicht dafür. Wie es noch mit dem Kommerzialrat Bonn gegangen sind, habe ich immer mitfahren dürfen. Aber Paula, was heißt denn gegangen sind? Ich bin doch nicht gegangen. Ich war höchstens liiert. Und je höher wir steigen, desto mehr schirmt's mir hintere. Wie wir noch beim Theater waren. Das waren schöne Zeiten. Warum treten Sie eigentlich nicht mehr auf, Frau? Schauen Sie, Paula, der Minister will nicht, dass mich andere Männer angaffen. Er sagt, Sie sollen sich nicht an mir weiden. Er soll sich nichts antun. Er kann Ihnen ja doch nichts Ernstes bieten, denn er ist ja schon verheiratet. Das geht dich einen Schmarrn an. Das ist er. Los, mal schnell. Aber was siehst denn? Bauch sie noch gar nicht angezogen. Um 11:30 geht doch dein Zug. Mein Zug? Unser Zug? Ja, ja, leider, Vilja. Wir können ja doch nicht miteinander fahren. Ja, ja, stell dir vor, wann uns jemand sieht. Schließlich stehe ich an der Öffentlichkeit. Du solltest doch über jedes Gerede turmhoch erhaben sein. Ja, wäre ich ja, Vilja, wäre ich ja als Privatmann. Aber außerdem bin ich doch Staatsmann und das erfordert gewisse Opfer. Habe ich dir mitgebracht, kleine Aufmerksamkeit, damit du nicht gerade so traurig bist, wenn du allein vorausfahren musst. Morgen kommen wir sowieso schon nach. Oh, Mandy, ja, bin ich in dich verliebt. Also nobel bist du wirklich, sehr nobel. Ja, aber heute auch einen fulminanten Siegerohr. Ja, wir sind saniert. So? Ja, ja, da gibt's keine Würsel. Ja, als Finanzminister muss man eben Ideen haben und ich hab sie. Ja, ich hab sie. Du bist ein Genie. Ja, mehr oder weniger. Also jetzt sei schön brav, Schatzi, fahr schön voraus, nimmst da schöne Sachen mit, dass du was gleich schaffst, wenn du mit mir da unten herumpromenierst am See, ne? Mit dem elegantesten Minister von Österreich. Ja, ja, aber jetzt muss ich gehen, sonst kommst du am Ende noch zu spät zur Bahn. Weiß deine Frau schon, dass du fortfährst? Nein, noch nicht, aber ich bringe es schon noch bei. Wozu ist man denn Diplomat, mehr oder weniger? Leider, Mrs. Lorenzer, ich muss gehen. Ich bin eingeladen zu einem Lounge. Schade, Mr. Whiteman, aber wir sind schon einig. Die Zölle bekommen Sie und niemand anderes. Es kommt gar kein Konkurrent in Frage. Diese Versicherung, ich muss haben von Ihnen, dass Ihr Mann nicht verhandelt mit anderen. Ja, da können Sie ganz ohne Sorge sein. Unser Österreich saniere ich. It was charming, Mrs. Roringer. Ah, da bist du ja. Das ist Mr. Clark G. Whiteman aus Chicago, mein Mann. Sehr froh. Mr. Whiteman ist Präsident eines amerikanischen Versicherungstrusts. So. Wir machen Versicherungen gegen alles. Brand, Wasser, Blitz, Erdbeben, Revolution. Ja, aber Riti, wir sind ja eh schon gegen alles versichert. Mr. Whiteman ist mehr zum Vergnügen. Ah, na, no, da wollen wir ihn ja gar nicht länger aufhalten.
Baba, ja. Sie in die Istanbul-Bar müssen Sie gehen. Dort ist Fest, ja? Thank you. Ja, kannst du dem Mann so ein ordinäres Lokal empfehlen? Ja, sie ist ein ordinärer Mensch. Ja, was in mein Haus für Leute verkehren? Aber Mandy, das ist ein erstklassiger Amerikaner. Immens reich. Wenn der einmal in die Hosentasche greift, kann er ganz Österreich sanieren. Aha, ja. Haben wir heute Leberknädelsuppen? Nein. Ist auch nicht schlecht. Was hat er denn eigentlich wollen, der Amerikaner? Der Mann wird unsere Zölle pachten. Ja? Unsere Zölle? Oder? Ja. So? Ihr habt doch bis jetzt keine neue Geldquelle gefunden. Hm. Wovon willst du am ersten die Beamten bezahlen? Oh Gott, im letzten Augenblick hat sie immer noch was gefunden. Freilich. Vielleicht die geniale Idee deines Freundes Bouvier, das Projekt mit den Schweizern. Das ist doch Wahnsinn. Die wollen doch nichts zahlen. Wenn wir unsere Zölle hergeben, dann muss es doch dafür stehen. Aha, am Marktnädelsuppen. Dass du dich ja nicht unterstehst, deine Unterschrift zu geben. Und jetzt hast du es, ne? Jetzt liegt's drin. Ich meine, du schreist einem Machmes an, dass man direkt erschrickt. Weil ich ja weiß, dass dir der Bouvier damit schon lang in den Ohren liegt. Aber du bist ja schwach. Du gibst ja nach. Ja, gehen's Trances weg, ja. Meine auch. Also du hast nicht verstanden, Mandy. Du machst es auf gar keinen Fall. Aber Valerie, ich meine, da kannst du auf mich verlassen. Nein, nein, da fällt mir nicht ein. Na schön. Was war denn heute im Ministerrat? Nix. Ich weiß noch, geben wollen sie mich wieder schicken wegen der Anleiheverhandlungen. Ja, ja, morgen mit dem ersten Zug in aller Früh fahre, ja. Du fährst nicht, Amandus. Weil wann der Kanzler mit delegierten muss sie... Aber wozu denn dieses ewige Genf? Ich habe doch das Projekt mit dem Weidmann schon vollkommen ausgearbeitet. Du brauchst nur zu unterschreiben. Endlich musst du doch auch einmal mit einer Idee kommen. Sonst fragen sich ja die Leute, wozu bist eigentlich du der Finanzminister? Frage mir ja selber auf, ne? Amandus. Na, ist ja wahr. Bin schon als Privatmann nie mit meinem Geld auskommen. Ausgerechnet ich soll den Staatshaushalt leiten. Hast du denn gar keinen Ehrgeiz? Na, die Hauptsache ist, dass du einen hast. Na ja, liebes Kind, ich mein, weißt, wenn's so anspruchsvoll bist, hättest du immer Genie heiraten müssen und nicht mich. Ich bin eben auch auf deine Fäschität hereingefallen, genauso wie alle. Weißt, Heeresminister wäre ich ganz gern wollen. Das Portfolio war nicht frei. Ja, da hat sich gleich der Dings drauf gestürzt. Man muss eben nehmen, was man kriegt, mein lieber Mann. Ja, ist ja wahr. Ich bin ja auch mehr Frackmensch, ne? Seine Exzellenz, Herr Minister Bouvier. Sagen Sie, ich bin noch nicht da. Ja, aber warum denn? Er kommt ja jeden Tag zum Kaffee. Ja, also, ich hab gemeint, wir sind mit dem Händel noch nicht fertig. Wir lassen bitten. Führen Sie den Herrn Minister einstweilen in den Salon. Nicht einmal zum Essen hat man Ruhe. Das ist ja dein Freund, dieses Ekel. Grüß Gott, meine liebe Exzellenz. Aber bitte wollen Sie nicht Platz nehmen. Oh, ich danke, ich möchte nicht stören, die Frau. Die Herrschaften sind ja noch beim Speisen. Das macht gar nichts. Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Aber wissen Sie, Frau, machen Sie keine Umstände. Ich wollte Ihr Mann es nur noch Adieu sagen, bevor er nach Lugano fährt. Nach Lugano? Ich dachte nach Genf zu den Anleiheverhandlungen. Aber was brauchen wir denn jetzt eine Anleihe? Jetzt, wo wir gerade unsere Zölle an die Schweiz verpachtet haben. An die Schweizer? Ja. Servus, Amandus. Also leb wohl, recht gut, ihr Hohen. Danke. Auf Wiedersehen, liebe gnädige Frau. Servus. Servus. Servus, Christian. Du Schlappschwanz, haben Sie dich richtig herumgekriegt? In den Ministerrat kann ich dich doch nicht auch noch begleiten. Das wirst du sofort rückgängig machen. Sofort. Ausgeschlossen, weil er ist ja ausgeschlossen. Der Hürlemann ist ja schon auf der Heimreise. Der fährt schon? Ja, im Zug ist er. Schau, ob der die Zölle pachtet oder andere ist kupfigsprungen. Nein, eben nicht. Denn das war eine Idee von Bouvier. Und den Mr. Whiteman bringe ich. Oder vielmehr du. Ja, aber mein Hürlemann in der Hand ist mir lieber wie der Whiteman am Dach. Geben Sie mir das Ministerium. Ja, aber weil ich was schaffe, was... Finanzministerium? Ja. Hier, Frau Lorinze, melden Sie ein Staatsgespräch an, Zollamt Feldkirch. Legen Sie es meinem Mann sofort hier. Zollamt Feldkirch, Revisor Heckel. Wien? Wer? Der Herr Finanzminister? Nein, Fräulein, der Zollamt seid es nicht da. Nein, der Herr Zollamt seid es jetzt nicht. Ja, der ist eigentlich überhaupt nicht da, der ist nämlich gestern in Pension gegangen. Nein, ich vertrete ihn nicht. Vertreten tut ihn der Herr Inspektor Hasenhüttl. Ja,
Bist fertig mit der Hosen? Bist fertig, Rosalo? Ja, Vater, und messerscharf. Bravo, bravo, so gehört es sich. Muss ich was gleich schauen. Man muss ja repräsentieren, das war was für der Beamte. Ui, jetzt ist aber noch ganz nass. Das ist schuft. Jetzt müssen ausdrucken, nicht mehr. Weißt du, Rosalo? Ich werde doch kein Schneider. Da putzt man mal das aus. Da wie ein Flicker. Ist das? Und da ist er ja im Kragen ein bisschen. Kommt wahrscheinlich ein zweites goldenes Rosittel drauf. Ja? Jetzt weht ein anderer Wind auf den Zulamm. Wirst schon sehen, jetzt wird alles reorganisiert. Der Weber war ein richtiger Mensch, aber rausgeholt hat er nichts. Ist doch ein Goldgrum, unser Zulamm. Lass mich dort 14 Tage sein, pass auf. Müssen wir eine zweite eisene Kasse ausschaffen. So viel Geld kommt da nicht. Inspektor! Ja, was ist denn? Zum Telefon, geschwind! Was ist denn? Wie kommen Sie denn rein, ohne anzuklopfen? Aber wenn ich so kein Inspektor... Inspektor, ich bin Amtsleiter von den anderen. Bin die provisorische Amtsleiter. Ja, aber ich kann doch nicht jetzt... Ja, ist schon recht, bitte. Warten Sie draußen, bis ich komme. Ja, Kekheit, man, hier haben die Leute, stürzt rein, ohne anzuklopfen. Er ist da. Was sei doch nicht so streng. Was sei doch nicht so streng, ich hätte ja eine Geschichte. Was ist, wenn ich aussagen würde? Du bist doch Amtsleiter. Du bist Amtsleiter, wie ich hätte aussagen, als sein können auch, nicht? Was können Sie melden? Der Herr Finanzminister möchte den Herrn Amtsleiter sprechen. Was, der Herr Finanzminister? Ja, persönlich. Der Finanzminister, das sagen Sie mir erst jetzt. Sie haben mich nicht zu Wort kommen lassen, Herr Amtsleiter, die ganze Zeit habe ich das... Jetzt reden Sie doch nicht, Herr Amtsleiter, das ist doch... Der Finanzminister, das ist doch meine definitive Ernennung. Du mit den Ohren, schwing, gib her. Du nicht einmal anfutzeln, da schnell. Was ist denn los? Wir sind ganz aus dem Häusl. Na, was glaubst du denn? Ist ja nicht so einfach. Das passiert vielleicht im Leben alle 100 Jahre einmal, dass der Finanzminister einen ganz gewöhnlichen Zollinspektor anruft. Aber du bist doch Amtsleiter, Vater. Ich bin Amtsleiter. Sowas ganz, ganz verblüht. Ist mir schon dank der... Das Buch brauchen. So, mein Gott, mit der alten Kappen soll ich mit dem Finanzminister reden. Aber das Telefon sieht es doch nicht. Siehst du auch gut. Ich denke an gar nichts. Ja. I don't understand you. Was ist denn? Wir können uns ja nicht verstehen. Ja, das kommt davon, wenn man keine fremden Sprachen lernt. Ein Speck, das Telefon. Du kennst aber hin, sag Sekunde. Das ist jetzt ein little moment. Komm. I'm so sorry. Dankeschön, Sie brauchen mir nicht immer die Tiere halten. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis da jemand kommt. Hier soll am Feldkirch. Schlaft ihr denn dort alle? Das würde ich mir nie erlauben. Als provisorischer Amtsleiter. Der Amtsleiter Feldkirch, jetzt sprichst du. Ja, aber du Liebling, du Goldiger, was soll ich denn sagen? Ich habe es dir doch schon 100-mal erklärt. Ja. Der Hürlimann soll aus dem Zug geholt und an ein Apparat gebracht werden. Also los. Na ja, schön. Hallo, ist dort Feldkirch? Bitte, Exzellenz, befehlen. So sprich doch schon. Ja. Hier Finanzminister Dr. Lorenza. Ja, es handelt sich um den D-Zug Wien-Zürich. Hallo. Ja, Sie sollen den Herrn Direktor Raoul Hürlimann ausrufen und an den Apparat bringen. Sage dem Mann, er haftet dir dafür. Ja. Sie haften mir persönlich dafür, Grutzi. Hallo, aber es spricht ja niemand. Ja, der haftet dafür. Der haftet persönlich. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, er haftet. Aber Freude, aber nein, ich hör doch nichts. Ich hab doch nein. Haben Sie, die Verbindung ist doch unterbrochen. Na, haben Sie denn nicht gehört, dass der Finanzminister mit mir hat sprechen? Ja, was hat er denn gesagt? Na, was sitzt es denn dort, weil Sie nichts wissen? Voilà, Madame Ladouane. Merci, Monsieur, vous êtes très gentil. Merci, Herr Ladouane. Wenn Sie ausfallen, können Sie uns ja wieder mitnehmen, den Vogel. I don't understand, I do not. Ja, es ist wegen der Papageienkrankheit. Es darf kein Papagei nach Österreich, ne? I don't understand. Darf ich Ihnen vielleicht helfen? Oh, geht's gut, Herr Richter. Ja, bitteschön, wir kommen sonst nie zusammen. So eine Schlamperei bei dem Telefon war überhaupt noch nicht da. Bitte, der Finanzminister hat mit mir reden wollen. Sprechen die mittendrin in Wien die Verbindung, ob es steht und was ein Schmoren. Hat sich's um Ihre Bestätigung gehandelt? Nein, bitte fragen Sie nicht so dumm, wenn ich das sage. Ich weiß ein Schmoren. Um den D-Zug hat es sich gehandelt. Wien Paris. Aufmachen. I'm sorry, madam. Your parrot is confiscated because the parrots, madam, are raging in Austria. Was ist denn? Was, der Schweizer ist schon wieder da? Im Moment. Entschuldigung. Grüezi, Inspektor. Grüezi. Was machen Sie denn da herin? Mischen Sie natürlich nicht immer in unsere Amtshandlungen. Ich kann dem Kollegen doch nur wieder helfen, Herr Inspektor, will ich ein bisschen Englisch fahren. Wir können auch ein bisschen, brauchen wir gut. Excuse me. Excuse me, my lady. Der
Der Bürger muss bleiben hier stehen, because, wenn er krank ist, wenn er... He's sick. He's sick. Oh, no. Ich meine, vielleicht. Vielleicht. Perhaps. Perhaps ist er... Ich sag, lass es mit doch, ich muss bleiben, ich bin in Quarantäne. Bitte, please, give me money for him. Yes. Ein Hunger haben, dass er... Yes, just a moment. Dass er eat kann, dass er... One, two, three, four, five, six. Six, was? Six. Seven. Ob's nicht zu teuer ist. Was? Ja, ich verstehe es schon. Das ist nicht so teuer zu pinchen, because the Papa frisst ja Mutz, meine, very much. Der Hams. Haftraum damit, in Haftraum schreiben sie da mehr Bestätigung. Ja. Goodbye, mein Lady, goodbye. No sense. Dass wir niemanden brauchen, dass wir das auch kennen. Nicht? Aber ganz gut niemanden. Englisch kann ich, Herr Inspektor. Ja, dafür kennen Sie aber nicht so gut Deutsch. Weil ich verstehe das sehr schlecht. Mit dem immer. Noch sehen Sie und ich verstehen Sie wieder nicht. Ja, da kann man nichts machen, da müssen eben so eine Uhr nutzen. Gehen Sie lieber auf Ihr Glas. Aber gerne. Herr Inspektor, ich komme auch nicht auf Ihr Glas. Grüße, grüße. Grüße. Kommt die Dame, sieht das gut? Au revoir, Monsieur. Ah, tschö. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez. C'est ouvert, Monsieur. C'est sehr offen. C'est une Française. Aha, was haben wir denn da? Personell für Sie, ich habe das alles eigene Gebrauch. Wovon Sie hinten nach Wien? Avien? Pardon? Avien? Oui, c'est pas ja, Wien, ja. Ich bin auch aus Wien. Comment? Je suis aussi Avien, ja. Aus Amstetten. Amstetten? Weiß nicht, wie man Amstetten auf Französisch, wie das heißt. Und Träger? Ja. Merci. Merci, Monsieur. Bon voyage. Merci, Monsieur. Bon voyage. Was haben Sie gesehen? So spricht man mit distinguierten Reisenden. Sonst hat man auf einmal wieder eine Beschwerde, nicht wahr? Von Innsbruck da, oder vielleicht hört man gar eine Nase wieder aus Wien. Ja, aus Wien. Möchtet ihr wissen, was der Finanzminister eigentlich von mir wollen hat? Ich weiß nicht, was du immer hast, Richard. Dein Misstrauen ist direkt kränk. Aber sehr begründet. Weh dir, wenn ich dir wieder hinter so ein Verhältnis komme. Wenn ich mal einer blonden Frau die Hand küsse, soll ich gleich ein Verhältnis mit dir haben. Mit wem soll ich es denn schon wieder haben? Na, zum Beispiel mit diesem Fräulein William Milena. Was ist denn das schon wieder diese für? Diese krachblonde Operettengeredel, diese unmögliche. Wie kannst du so schlecht über eine Frau reden? Ich kenne sie ja gar nicht, die Milena. Stört Sie doch nicht, wenn ich rauche? Nein. Sie selbst rauchen nicht? Nein. Ein weißer Rabe. Hoffentlich ist die Schweizer Zollvisitation nicht zu streng. Ich habe nämlich sehr viel hübsche Kleider mit für Lugano. So. Sind wir bald an der Grenze? Um 9.10 Uhr. Oh, jö, da haben wir ja noch 5 Stunden zu fahren. Leider. Grobian! Da habe ich was für Sie. Für mich? Ja. Telegramm? Für Sie? Na, vielleicht. Was? Nein. Hä? In den Dezug Wien, Paris, reist vermutlich der Hochstapler und Hotel die Briga Zabelitschek und seine vom Komplizen Josefa Chamsky, so Steckbrief. Brauchen wir Signal mal? Das habe ich ja da. Dann geben Sie es her. Das Hauptsache. Sieh mal, das Hauptsache. Sie hört man, das können Sie einen 5.000 Schilling Ergreiferprämie verdienen? Ja. Schön wär's schon. Wäre eine ganz nette Mitgift, diese Firma Roserl. Naja. Heckel, ja. Grübler, gleich kommt's her, Moment. Tut's her. Steckbrief, nicht wahr? Was hat das Signal mal? Sie heißt Josefa Czamska, nicht wahr? Gebürtig aus Wien. Schlank, rötlich blondes Haar, gewelltes, begleitet mit einem grauen Persianer. Der Komplize Havlicek, 170 cm groß, eleganter Mensch, gibt sich mit Vorliebe als Diplomat, Industrieller oder Bankier aus. Spezialität von den beiden ist galanter Diebstahl. Ihr wisst ja, was das heißt. Nicht wahr? Sie machen es mit der Erotik. Und sie stiert die Mannsbilder ab und er die Frauenzimmer, nicht wahr? Also, allergrößte Vorsicht, selbstverständlich, am Platze, nicht wahr? Besonders für ihn. Ja, warum denn? Na ja, sie sind so ein Springinkerl, nicht wahr? Aber, so ein Schützenjäger, der Firma ist der Siegelring.
weg, denn so eine Franz immer steht ja mit die anderen. Was ist mein Hirn? Da schicken dort nicht, da. Ja. Heckel, und sie fangen von hinten an. Ihr trefft euch in der Mitte, nicht wahr? Und schaut, dass es erwischt, denn dass der Minister eine Freiheit hat, nicht? Was hat denn das mit dem Minister zu tun? Was Minister zu tun? Was verstehen Sie nicht? Fragt doch nicht so dumm. Wahrscheinlich haben die zwei den Minister auch ausgestiert. Oder Sie, die Frau Minister. Also, bitte. Oder so ein Platz. Befehl. Was? Sie wissen ja, was ich sagen da könnt. Sie wissen ja. Sie passen nur auf, nicht wahr? Stellen Sie da durch oder nein? Hauptsächlich müssen Sie auf meinen Wink. Wenn er so einen Zwinker hat, so wissen Sie es nicht, wahr? Alles aussteigen! Mach ich selber, muss ich ja selber gehen. Was mit denn der Name macht, ist nicht gemacht. Ich hab's schon nötig. Alles aussteigen, bitte! Alles aussteigen, bitte fertig machen zur Zollkontrolle. Alles aussteigen, bitte. Was ist denn, meine Gnädigste? Gehen wir. Ich muss auch aussteigen, Herr Finanzer. Erstens bin ich kein Finanzer, nicht wahr, sondern Zollwachinspektor. Und zweitens werden wir ja für Sie keine Extrawurst. Brotnusche, bitte gehen wir. Ich denke gar nicht daran. Die erste Klasse wird immer im Zug kontrolliert. Meine Vorschriften kenne ich selbst, nicht wahr? Also, dürfte ich Ihnen den Boss bitten? Bitte sehr. Ein bisschen auffallend leichtsinnig gehen Sie aber mit Ihren Schmucksachen um. Ich will nur das einpacken, jetzt mache ich es zu, damit Ihnen nichts gestohlen wird. Hm? Sie haben recht, es kommt heutzutage so viel vor. Eben. Wohin fahren Sie denn? Nach Lugano. Lugano, hm? Sie heißen Maria Machek. Und Koffer steht aber William Milena. Wie erklären Sie mir denn das, hä? Doch sehr einfach, das ist mein Künstlername. Aha. Haben Sie nicht gelesen, dass ich Sängerin bin? Ja. Gibt sich gerne als Künstlerin. Wie bitte? Ja, das... Wo haben Sie ihn denn? Wo ist er denn? Wo haben Sie ihn denn? Wen denn? Den Havlicek. Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Ich werde mich beschweren. Na, wir werden ihn schon finden. Weg die zwei Gepäckstücke kommen. Sie lassen Sie meine Koffer da! Draußen raus in Zollamt! Das ist ein unverschämter Kerl! Ruhig! Ach was, Sie können mich was? Gern haben! Ah! Und Sie wollen eine feine Dame sein? Gehen Sie raus oder soll ich Sie zu einem Gendarm eskortieren lassen? Ich muss mich erst anziehen! Ja, was? Sie haben genug Zeit verdrückt, glaube ich. Diese Behandlung hier, die wird Ihre Stellung kosten! Glaube ich nicht! Bitte vorwärts, wasch! In der Nacht wird man aus dem Zug gezerrt. Solche Schikanen! Verdammte Sauwirtschaft! Ich werde mich beschweren! Wo ist denn hier der Amtsleiter? Hier. Was passt denn da nicht? Wer hat denn diese geistreiche Anordnung getroffen, dass man bei Nacht und Nebel aus dem Zug geschleift hat? Also, putzen Sie da nicht so auf, nicht wahr? Ich mache meine Pflicht. Sie wissen nur nicht, wer ich bin, nicht? Nein, das werden wir schon sagen. Bitte geben Sie mir den Pass. Also ein Skandal, was man sich hier gefallen lassen muss. Tatsächlich, jawohl. Ja? Also bitte fertigen Sie mich schon ab. Ich bin dabei, nicht? Und werden Sie nicht aggressiv, nicht wahr? Ich habe nichts zu berühren. Hürlimann. Reist mit Vorliebe als Diplomat, Industrieller oder Bankier. Raul Hürlimann, R.H. Richard Habrich. Check R.H. Bergmonogramme. Sie kommen nach Wien? Jawohl, und ich reise in Staatsgeschäften. Aha. Ist das Ihr Gepäck? Jawohl. Wo haben Sie denn gewohnt? Das brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Brauchen Sie nicht zu sagen, wer es schwer steht am Gepäck. Grantorte. Also was sagen Sie dazu? Eine Impertinenz. Das ist auch meine Meinung. Auch meine. Moment. Ich habe den Hobby. Und Sie, glaube ich. So, und jetzt werden wir mal bei der Dame eine Lebensvisitation vornehmen. Was? Ja, Sie gestatten doch. Was geht denn das mich an? Ja, ist schon gut. Frau Zacherl. Wie
lass mich doch nicht ausziehen. Na, schauen Sie, auf einmal mehr oder weniger wird schon ja nicht ankommen, glaube ich. Also, Sie suchen doch irgendwelche Verbrecher. Ein Paar, ja. Geh mal. Es ist die Hölle. Ja. Unglaublich, was ich hier denken lassen muss. Nehmen Sie meine Pellerine, Frau Zacherl. Ich schwitze furchtbar. Und da müssen Sie mir eine Mutter mal suchen bei ihr. Wo hat er denn? Auf der linken Seite hat sie es. Am Rücken, mehr unter dem Rücken. Also wo der Rücken schon aufhört. Nicht mehr und Meldung erstatten. Können Sie da durch? So, nein, jetzt kommen Sie dran. Gepäck bringen Sie dann rein. Sie wissen ja, wo das ist. Das ist doch wirklich unglaublich. Muss ich mir denn das gefallen lassen? Ja, das müssen Sie. Doch unglaublich, Donnerretter. Wo ist denn die Polizei hier? Ja, die werden Sie noch früh genug kennenlernen. Ja, wo soll ich denn da überhaupt hin? Kommen Sie. Unglaublich, was da hier bin ich doch nicht. Und wie? Was ist denn? Sie haben doch gewinkt. Gar nicht. Die Voruntersuchung führe ich. Nicht wohl, wenn ich damit fertig bin. Dann kommen Sie dran. Wenn Sie wollen, können Sie dabei bei der Tür stehen bleiben und zuschauen. Von mir können Sie nur lernen. Bitte wollen Sie mir vielleicht erklären, was ich hier... Fiedler, da stehen Sie sehr. Vielleicht sprechen Sie bitte, was ich hier zu tun habe. 30 Groschen, bitte. Das auch noch hier. Danke. So. Nun, jetzt können Sie es bequem machen. Ja, inzwischen fährt mir ja der Zug fort. Ja, kommt ja andere. Ist überhaupt fraglich, ob Sie nicht retour fahren müssen. Donnerwetter ist was, da haben wir die Geduld. Wollen Sie mir vielleicht erklären, was das alles bedeuten soll? Spielen Sie nicht den wilden Mann, damit verschlimmern Sie nur Ihre Lage. Die Chamska hat mir alles eingestanden. Sie sind ein Idiot! Das ist ja eine Amtsherrenbeleidigung. Wird später zu Protokoll gebracht. Erinnern Sie mich an. Das ist ein Vergissbrunn, Leute. Was ist denn? Ich hab's nicht ruhig. Ja, draußen. Ist draußen. Hat's es? Sie hat's, bravo, dann ist es. Aber auf der rechten Seite. Das kommt doch ganz darauf an, von wo man sie anschaut. Schaut man sie von vorne, hat's es rechts. Schaut man sie von hinten oder so, hat's es links. Gehen Sie es her, Frau Zacherl. Gehen Sie gleich, holen Sie es her. Tja, ich bin nämlich auch kein heiliger Haus. Übers Muttermal sind Sie gestolpert. Was für ein Muttermal? Ja, was Ihre Komplizin auf der rechten Schulter hat. Was denn für eine Komplizin? Die Chamska. Also das ist die Höhe. Ruhe! Nehmen Sie Platz. Danke, Herr Platzacher. Dankeschön. Der Havlicek hat mir bereits alles mitgeteilt. Leugnen hat also gar keinen Zweck. Was? Ich habe nichts gesagt. So haben Sie hier in der Tasche. Staatsdokumente! Ja, möchte ich sehen. Interessiere mich. Die interessieren mich. Ja, sperren Sie auf. Die sind streng geheim. Bei der Behörde gibt es keine Geheimnisse. Sperren Sie auf. Bitte, wenn Sie die Verantwortung übernehmen wollen, ja, dann werden Sie wenigstens sehen, mit wem Sie es zu tun haben. Dafür werden Sie sich persönlich beim Finanzminister verantworten müssen. Ja. Sie kennen den Herrn Finanzminister auch? Jawohl. Gut, Sie. Missbrauchen Sie nicht unseren Herrn Minister. Was heißt missbrauchen? Ich kenne den Herrn Minister sogar sehr gut. So. Und jetzt erzählen Sie mir nur noch, dass Sie die Freundin von ihm sind. Jawohl. Und ich werde mich bei ihm über Sie beschweren. Also das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Sie ausgestiert haben Sie ihm. Das ist zu viel. Das schien ich auch. Sehr fein. Sehr, sehr geschickt. Doch. Sehr. Alle Achtung. Und da ist der Spezi auf diese Idee doch gekommen. Aber was wollen Sie denn? Ich kenne doch den Herrn gar nicht. Diese Dame ist mir vollkommen fremd. Jojo, eben. Freilich, das gehört ja zu einem Theater. Was sonst? Brunnwetter, bitte. Die österreichischen Zöne wieder bochten und gleich auf 10 Jahre. Also, diese Idee kann nur einen Verbrecherhirn entspringen. Ich verbitte mir das! Unser Gesandter wird intervenieren! Ich werde sofort den Finanzminister anläutern! Ich auch! Sie haben den Check. Spielen Sie doch nicht mit mir, wenn ich einen Funken von Zweifel gehabt hätte. Diese Schieberidee hätte sie überführt. Herr Inspektor, ja, sind Sie nicht vielleicht ein bisschen scharf? Moderieren Sie doch vor den Inhaftierten. Was zu sagen? Kommen Sie raus! Was? Wissen Sie denn keinen Weg aus dieser Situation? Sie haben mich ja hineingeritten. Wieso denn ich? Na, Sie haben doch das Muttermal. Ach, da
kann ich doch nichts dafür. Sind Sie doch nicht so brutal. Wenn man einmal auf eine 25-jährige Berufstätigkeit zurückblicken kann, nicht mal so, hat man allerhand Menschenkenntnis. Und die 5000 Schilling, die sind einmal auf der Welt, die sind sicher. Und der Oberinspektor dazu. Ja, ich habe ja auch meine Erfahrung, aber vielleicht sind die beiden doch mit dem Finanzminister bekannt. Ja, meinen Sie? Ja, jedenfalls tragen Sie die Verantwortung. Oh, na selbstverständlich, da können Sie ganz beruhigt sein. Ich will doch das Finanzministerium anrufen und fahr sofort. Was? Jetzt mitten in der Nacht? Na ja, was, die haben den Tag und Nacht Betrieb. Und der Finanzminister, der will sowieso wahrscheinlich mit mir in dieser Angelegenheit reden. Also das traue ich mir nicht. Na ja, was, weil Sie eine subalterne Natur sind. Sehr schrecklich. Der Kerl hält mich für Ihre Komplizin. Komplizin ist gut. Na ja, wir sollen doch ein Verbrecherpaar sein. Damit hat er wahrscheinlich teilweise recht. Wie meinen Sie denn das? So wie Sie es auffassen. Der Heibe Löli. Morgen soll ich den Vertrag in Bern vorlegen. Ja, natürlich. Sie wollen ja die österreichischen Zölle gepachtet haben. Das können Sie vielleicht dem Finanz erzählen, aber nicht mir. Davon müsste ich nämlich auch etwas wissen. Es wird nicht an die große Glocke gehängt. Bei mich hätte der Herr Finanzminister bestimmt eingeweiht. Aha, ich verstehe. Weil Sie ja seine Freundin sind. Allerdings. Aber weiter Sie, jetzt platzt mir einmal der Kragen. Mich können Sie nicht blöd machen. Ich bin keine Behörde. Wollen Sie vielleicht damit sagen, dass ich? Der Gauner sind Sie. Eine feine Freundin hat der Herr Minister. Hallo, Finanzministerium. Hier ist der Portier. Wem wollt ihr sprechen? Den Minister? Oh, was sind's denn narrisch? Was wollt denn Ihnen denn jetzt mitten in der Nacht? Aber es ist ja kein Mensch im Ministerium, respektive ausgenommen ich. Was, dringend? Ah, dringend ist bei uns gar nichts. Rufen Sie morgen an. Wer redet denn überhaupt? Hasenhüttl? Wie heißen Sie denn vorn? Lorenz? Ah, du legst dich nieder. Sonst war sie nicht führt, wie bei den 84er. Und aber meine militärische Laufbahn ist ja doch für Sie ganz irrelevant. Ich spreche hier als provisorischer Amtsleiter. Wenn Franzl? Zugsführer waren Sie? Habe ich recht? So, sagen Sie, was ist denn so ein Gestöder, ein Gefühler? Geh! Jetzt! Servus! Servus, Spezi! Geh, jo! Die Welt ist klein! Ja, du hörst, Franzl, geh, ich spreche aber dienstlich. Sehr, sehr gut, verbinde mich mit dem Herrn Minister. Ah, der wohnt nicht bei euch? Wieso, was? Geheimnummer? Geheimnummer gibt's nicht. A? Was? A? 36. 1? Na, 36, 1, 56. Was? Feldkirch ist da? Haben Sie ihn? Jawohl, ich habe ihn. Amandus. Amandus. Feldkirch ist da. Bitte spreche ich mit seiner Exzellenz, Herrn Minister. Opa, du Verzeihung. Ich habe nur geglaubt, so eine kräftige Stimme. Mach doch schon. Ein Beamter ist am Apparat, er hat ihn schon. Er hat ihn schon? Wen hat er schon? Den Hürlimann. Den Hürlimann? Das ist ja Wunder, das ist eine Zauberei. Hallo? Hallo? Ja, hier Dr. Lorenzer. Was wollen Sie denn? Was denn für ein Havlicek? Den Hürlimann. Den Hürlimann hat er auch. Ja? Ah, ein Staatsdokument. So, Tascherherr. Den Zollvertrag hat er auch. Ja, selbstverständlich. Das ist eine Hexerei. Das ist eine Zauberei. So eine Frechheit, nicht wahr, Exzellenz? So eine Idee kann ja doch nur ein Verbrecher haben. So glaubst du? Wir verpachten doch nicht die Zelle. Ja, wenn's glauben. Davon müsste doch ich, schließlich als Inspektor, doch auch etwas davon wissen. Der verwechselt den Dings mit wem? Der hält ihn für irgendeinen Gauner. Umso besser. Lass ihn ruhig in dem Glauben, damit gewinnen wir Zeit. Das kann man doch nicht machen. Ach, du bist immer so schwerfällig, gib schon her. Die Papiere beschlagnahmen Sie und den Mann halten Sie fest. Sie haften uns persönlich für ihn. Aber taktvoll, nicht? Nicht gleich einsperren. Ja. Ich meine, na, auslassen auch nicht.
Sind Sie nicht so schwerfällig? Was sind Sie für ein Beamter? Ja, das ist Fingerspitzengefühl. Sie bürgen uns dafür, dass der Mann das Land nicht verlässt. Aber freundlich, taktvoll, mit österreichischem Charme. Ja, verstehe ich schon längst vollkommen. Bitte? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Verzeihung, darf ich mich auf Exzellenz berufen? Nein? Bitteschön. Verstehe vollkommen. Ja, bitte, Exzellenz, so heikle Sachen sind ja meine Spezialität. Verzeihung, darf ich fragen, hat der Exzellenz auch ausgestiert? Aber was? Er fragt, ob er mich auch ausgestiert hat. Ja, ja, gewissermaßen auch mich. Aha, drum, ja, bitte, ich mache ja schon 25 Jahre Dienst. Sehr schön. Schaut, dass ich Sie nicht kenne. Bitte, Exzellenz, wünsche mich kennen zu lernen. Nein, bin nicht Direktor. Leider noch immer nur Inspektor. Ja, Zollwache-Inspektor Lorenz Hasenhüttl, derzeit interimistischer Leiter. Ja, und meine Bestätigung steht auch noch aus. Also, ich meine, das nur so nebenbei, bitte. Und, Exzellenz, was soll denn mit dieser Franz-Person geschehen? Soll er sich halt mit dir die Zeit vertreiben? Der hat sich doch noch eine aufzwickt im letzten Moment, wahrscheinlich in der Stambul-Bar. Was? Ja, was denn für Effekten? Sag, reden Sie nicht so viel herum, behalten Sie es dort oder schicken Sie es her oder schmeißen Sie es weg, was weiß der nicht? Hallo, Exzellenz. Was ist denn? Was, ich höre nichts. Was ist denn, Fräulein? Was, Schluss ist? Aber ich weiß, du ein Schmarrn. Sehr klar war diese Weisung nicht. Ist egal, die Hauptsache ist, dass er jetzt die Verantwortung hat. Ne? So ist es. Inzwischen habe ich die Sache mit Whiteman perfektuiert und du kannst den Vertrag annullieren. Falls uns wirklich etwas dazwischen kommt, bleibt immer noch der Hürlimann. Na schön, und wenn der jetzt einen Riesenskandal macht? Dann bist du doch gedeckt. Ja? Dann fliegt eben dieser Hasenhüttl. Mhm. Da sind Sie es. Was denn sehen Sie es? Natürlich sehen Sie es, mein lieber Freund. Das war nicht jemanden verhaftet. Ja, was geschieht jetzt mit Ihnen? Soll ich die zwei aufs Bezirksgericht bringen? Ich wollte nicht hinein. Was damit so geschehen hat mit dem Fall, das entscheide ich. Ganz allein, nicht nur, denn ich habe Blimbo war, nicht nur von der allerhöchsten Instanz. Nicht nur, dieser Fall erfordert ein Fingerspitzengefühl, mein lieber Freund. Und das haben Sie nicht. Na schön, aber was wollen Sie jetzt machen? Ja, ich weiß nicht. Direkt einsperren soll ich Sie nicht, auslassen soll ich Sie auch nicht. Taktvoll, sehen wir Sie. Ja, das ist ja bei uns so, dass man die Verbrecher alle mit Glacé-Handschuhen angreifen soll. Charmant soll ich sein. Charmant. Wollen Sie das jetzt machen? Ich sperre Sie mit Charme ein. Wie bitte? Was wollen Sie? Kiss me. Er soll Sie kissen. Und dabei tun Sie so von mir, als ob Sie sich überhaupt gar nicht kennen möchten. Und dabei können Sie die Obpuzzlerei nicht einmal jetzt lassen. Wo das Wasser bis dahin geht. Kuss! Bruder! Sie, spielst doch kein Theater vor, ja? Denn ich glaube kaum, dass Sie zu Ihrer Frau so hundsgemein sein werden. Obwohl, Sie schauen mir ja gar nicht danach aus, als ob Sie sich vorhin was gefallen lassen müssen. Haben Sie mit dem Finanzminister gesprochen, Sie Unglückswurm? Sie, wenn Sie nicht frech. Ja, vorsichtig. Lass ich mich in Ruhe, weiß. Bis jetzt war es mir leider nicht möglich, den Herrn Finanzminister zu erreichen. Der Minister fährt ja sowieso morgen hier durch. Aber ich kann doch nicht hier hocken bleiben. Der Zug geht erst morgen in der Früh. Ich kann mir ja einen Wagen nehmen, ein Taxi. Ich glaube nicht, dass das kennen. Erstens haben wir keine Taxi und zweitens sind Sie ein Arrestant. Aber eine kleine Hafterleichterung kann ich Ihnen gewähren. Ja, bitteschön. Nicht wahnsinnig körperlich, ja, und machen Sie mich nicht so an mit Ihren schlamperten Augen. Worin besteht denn diese Hafterleichterung? Wir sind überführt der österreichischen Grenze, dort können Sie übernachten. Was? Ich soll hier in Feldkirch übernachten? Ja, ich werde da nichts anderes übersprechen. Ist denn das ein komfortables Hotel? Ja, also Grandhotel ist keins, aber ich glaube, im Vergleich zu den Quartieren, die Sie für die nächsten 5 Jahre erwarten, sind Sie noch immer komfortabel. Also, wer trägt denn jetzt meinen Koffer, bitte? Ich glaube, Sie. Gut, ich schlafe doch nicht in einem Doppelbett mit dem Herrn. Ich muss das auch entschieden ablehnen. Jetzt geht's. Ihr steckt doch immer unter einer Decke. Ich verbiete mir das! Ein Bettzimmer will ich haben! Ich auch! Ein Bettzimmer haben wir leider keins. Was ist denn wohl, entschuldigen Sie? Wenn ihr randaliert, sperre ich euch in den Gemeindekotter. Dann muss man eben in den sauren Apfel beißen. Ich bin doch kein saurer Apfel! Ich habe doch auch nicht gesagt, dass ich Sie beißen will!
Das hätte ich aber annehmen können, weil Sie so bissig sind. Kommen Sie zu Neufel, lassen wir die zwei allein. Ja! Schmuck von der Frau Gemahlin brauche ich noch. Es ist doch nichts, meine Frau Gemahlin. Das gebe ich nicht her. Und keine Sachen, ich hebe dann auf, damit nichts gestohlen wird. Aber die Brosche lasse ich mir nicht wegnehmen. Was denn, gib's her, machen Sie. Heben Sie doch schon ab, das gestohlene Zeug. Gib's her. Ein Geschenk des Ministers. Vom Finanzminister. Jawohl. Ja. Kommen Sie, Fräsen, kommen Sie. Das ist doch unglaublich. Aufwachen! Machen Sie sofort die Tür auf! Geh mal, kommen Sie. Die Situation ist mir furchtbar unangenehm. Erlauben Sie mal, unangenehm könnte sie doch nur mir sein. Wieso? Na, hören Sie, die ganze Nacht allein mit einem immerhin nicht ganz alltäglichen Menschen. Mich freut ja nur der Rüffel, den dieser Idiot von seinem Minister bekommen wird. Fredo, Sie hast mir befehlen, dass das Ballon nicht ausbricht. Am besten ist es still gleich. Was die Tier? Ja, aber. Was aber, die Behörde bin ich, nicht nur die Verantwortung, gerade ich. Herr Inspektor, bis daher habe ich ruhig zugehört. Aber schließlich habe ich auch meine Dienstvorschriften. Das ist mir bekannt. Ich muss das Gendarmerie-Bezirkskommando verständigen. Nein, das werden Sie nicht, denn die alte höchste Behörde hat mich beauftragt, nicht wahr? Dann können Sie mir auch genaue Anweisungen geben. Werden Sie kriegen, werden Sie überwunden kriegen. Ich fahre jetzt dienstlich durch Wien. Die 74. erwische ich noch. Auf Wiedersehen. Also, vergessen Sie nicht, Ihre Staatsbürgerpflicht. Gut. Ja, aber was soll ich denn? Höflich behandeln Sie uns, geben Sie noch, was Sie brauchen. Natürlich aufgehört wird nicht. Hausmannskost. Nur also. Das ist ein sehr heikler Fall. Na schauen Sie, Telefonverbindung für uns ist natürlich gesperrt. Na sowas. Zwei Schwerverbrecher. Am Ende sind wir morgen früh schon alle umgebracht. Hast du heute endlich geredet mit dem Vater, wegen heiraten? Ja, nicht können. Hätte mir wieder vorgejagt. Ich fürchte, er mag mich nicht. Ich bitte dich, sei nicht so im Rudi. Sonst sagt er bestimmt nein. Das ist ein Scheiberzeug. Kann ich mir noch wollen helfen da mit den englischen Touristen? Ich die Sprache nicht verstehen. Das hast du ihm doch hoffentlich nicht gesagt. Gerade was die Sprachen anlangt, ist er so empfindlich. Er lernt sie immer, aber er merkt sie kein Wort. Was ist denn? Was wollen Sie denn da? Schauen Sie, dass Sie rauskommen. Was wollen Sie denn da? Jetzt reden Sie mal schon ein bisschen in die Wohnung noch. Herr Inspektor, ich bitte Sie um die Hand von Ihrem Töchterli. Was? Was ist? Wir möchten gern heiraten. Ja. Regen Sie sich nicht auf, Herr Inspektor. Reg mich auf! Schauen Sie, dass Sie rauskommen. Meine Liebe, von dir ist es aber auch sehr anständig. In meiner Abwesenheit schmuggelst du die Ausländer herein. Aber Vater, Herr ruhig! Herr Inspektor, Liebe ist doch zollfrei. Bei mir nicht. Schauen Sie, dass Sie rauskommen, aber sofort. Ein Skandal. So was habe ich noch nicht erlebt. Na! Grüezi, Rösli! Ja, ich hab Ihnen gerne Rösli gegeben! Der Triertsche! Platz nicht! Ihr habt andere Sorgen! Sollt ihr schämen! Ich fahr mir noch nie! Schwört man noch! Frechheit von den Burschen! Unglaublich! Vom Bahnhof schmeißt man raus! Kommt er doch hier in die Wohnung! Ja! Zu ihm schon austreiben! Mein Gott, zum Schluss kommt man noch zu spät! Du weißt, wie meinst du gut mit dir, gell? Du, ich will aber nicht, dass der Lichte kommt, das muss man versprechen, gell? Du, ich will nicht einen Schweizer Schwiegersohn haben. Ich erwarte ganz jemand anderer. Professor, ein Doktor, Ingenieur. Der Vater wird schon schauen, ne? Na klar. Also, grüß dich gut. Warte jetzt in die Wisse. Verbindung, also, grüß dich gut, grüß dich gut. Bitte gut, Vater. Grüß dich gut. Junggeselle?
Gott sei Dank, jawohl. Ich bin so müde. Nun schlafen Sie doch schon ein. Aber ich kann nicht schlafen, wenn das Licht brennt. So drehen Sie es doch ab. Sie fürchten Sie sich vor mir? Wieso denn? Weil Sie so merkwürdig sind. Gute Nacht. Gute Nacht. Die ganze Nacht kein Auge schließen. Was wollen Sie, Frau Schmutzer? Ich möchte nur fragen, bitte schön, Herr von Weinwurm, ob ich heute gründlich machen kann bei der Exzellenz. Ja, selbstverständlich, dumm, Sie, was geht's denn noch da herum? Soll schon längst fertig sein oben. Ja, bitte schön. Ganze Kaffee wird dann kalt, weil die Leute so lästig sind. Ja, Himmel fix, normal, jetzt kriege ich schon langsam eine Wut. Ein Betrieb ist das bei uns, nicht einmal frühstücken kann man in Ruhe. Na, Sie werden es mir erwarten können, nicht? Was wollen Sie denn? Steht der Hasenhüttl? Yes, der Hasenhüttl! Ah, servus! Servus! Servus, servus Hasen, aber die Hütten! Servus, Gfieder! Na, hörst? Aber schlecht schaust du nicht aus, du hast noch eine Wampe noch. Du hast aber auch ganz ein schönes Wimmel. Ja, also. Sag mal, welcher Wind hat denn die hier bloßen? Na, no, der Herr Minister möchte mich gern kennenlernen. Ist er schon? Oh, aber da ist Zeit, vor 11 kommt er nie. Aber na, so leicht macht er sich? Er macht sich so viel leichter. Ist das egal? Bin schon früh, bin schon früh. Ja, nicht? Was schon, was erstklassig? Alles von ihm, das ist ein splendierter Bursch. Von dem kann ich alles haben. Komm, Lorenzo, mach das bequem, komm, ja, rein, ja? Ja. So, komm, Hasel, setz dich an, setz dich wieder. Ja. Ich bin ein Höchstkuchen, komm her. Was so lieb ist. Aber natürlich. Was so lieb ist, ja. Grüß dich. Danke. Bitte feier für Zigarren. Nein, nein, die Brudi. Steck ihm ein, die Himmel. Ja. Was? Du frühstückst erst? Ich bin erst aufgestanden. Geh um 9? Ja, was ist das? Was glaubst du, bei uns geht der Betrieb erst um 9:30 los? Oh, bei der Feierung, Herr Hofsekretär. Die Grundsache, Herr Hofsekretär. So. Sag, hast du schon gefrühstückt? Nein, nein, ich bin ja die ganze Nacht gefahren. Ist das, du musst schon ganz schwach sein von lauter Hunger. Ja. Aber das werden wir gleich haben. Dem letzten da? Der Bedienerin, die ist mir zu meiner persönlichen Bedienung zugewiesen. So gewissermaßen mein Pfeifendeckel. Oh. Was wünschen Sie denn, Herr von Weinwurm? Ja, was wünschen Sie denn? Wünschen Sie vielleicht einen Kaffee, ein paar Würstel oder ein Grillfleisch? Mir ist egal, ich muss eh was von drüben holen lassen. Nee, wenn ich mir es aussuchen kann, so wäre mir schon am liebsten ein kleines Gulasch. Natürlich, wenn es weich ist und nicht fett, weil fett kann ich nicht. Ja, ja, aber das Gulasch vom Richter drüben ist ja prima. Das lobt sogar der Herr Minister und der versteht was von Gulasch. Okay. Also bringen Sie ein kleines Gulasch, bringen Sie gleich zwei, für mich auch eins. Ja, bitte schön, Herr von Weinwurm. Du machst überhaupt den ganzen Tag nichts anderes, schätze mal. Ist nur trinken, was? Hörst du zu einer Ahnung? Oh! Kurs an die, Herr Ministerialrat. Doch, Frau Ministerialrat. Na, hörst, ich arbeite den ganzen Tag. Oh, meine Ergebenheit, Herr Sektionschef. Minute am Morgen, Herr Sektionschef. Mein Lieber, wenn du das 100-mal im Tag machst, bist du auch schämiert. Ja, viel Zeit haben wir noch zu tun. Ja, von allen Parteien. Wir lesen alles. In der einen steht immer das genaue Gegenteil von der anderen. Und was du da die mittlere Linie ziehst, dann weißt du erst recht am Dreck. Da, bitte, Herr von Weinwurm, da ist das Gulasch. Bravo, bravo. Ja, was ist jetzt? Du bist eine Hasel. Hör das nicht mal, das Gemüter. Stimme mal schon. Hier da. Ja, herrlich, herrlich. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Mahlzeit, die Herren. Mahlzeit. Mahlzeit, danke. Servus, Hasel. Servus. 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 Prima. Was? Eins? Eins? Was? Was ist das? Was denn? Tja, Unsinn, das ist ja blöd. Was die zwei habt ihr verhaftet gestern am Abend? Was ist denn das für ein Schmierbladel überhaupt? Die Minute am Morgen. Die Minute am Morgen? Naja, die haben sie von jemandem blöd machen lassen. Die müssen das berichtigen. Unbedingt berichtigen sie. Was haben wir in den Berichtigungsparagrafen? Was muss man berichten? Na, was muss man berichten? Das ist der Unsinn. Und jetzt sieht er wirklich oder so. Bitte schau doch mal die zwei Gefrieser an. Ist das nicht unten? Ja, mit dem Wasserkopf. Ja, der hat einen Moosschädel und Anzug ist er als wie ein Hutschenschleuderer. Mein Gaunerpaar muss den anschauen. Lieber, so was Elegantes hast du überhaupt noch nicht gesehen. Direkt raffiniert.
Nur wem verhaftet? Na, was denn? Dann bin ich da, in wem? Mein Lieber, das tropft mir was wie ein Büro. Vom Finanzminister die Beförderung, nicht wahr? Von der Polizei die Prämie. 5.000 Schillinge. Wir haben da revanchieren wir aber nachher für das Gulasch. Aber schon so. Ja. Du hast ja vielleicht erst, die, was da drin steht. Was da drin? Du bist der Kind erst. Das muss ja noch lang, das muss ja noch lang nicht wahr sein. Da hat sich wieder so ein Lausbubenwitz erlaubt. Mein Lieber, mein kleiner Bub, mein kleiner Bub, die lassen wir nicht mitschnappen. Absolut nicht, weil ich hab die Beweise. Ich hab die Beweise, mein Lieber. Da fallen die am Hintern, wenn ich da mitkomme, mit den Beweisen. Ich geh überhaupt gleich hin. Ich geh hin. Ich will die Sache gleich in Ordnung bringen. Okay, sehr, sehr gut. Die Taschen lassen da. Ja, ja. Bis der Minister kommt, bin ich ja wieder zurück. Oha. Was ist hier, was? Servus. Servus. Gib mir noch den alten Schachtelhuber. Und das gute Gulasch, das lasse ich nicht los. Na, das zwinge ich auch noch. Sie schreiben da nicht mehr, dass der Czamski und die Havlicek da in Wien verhaftet worden sind. Das ist unwahr. Wahr ist vielmehr... Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Na, was berichtigen müssen Sie? Den Havlicek, den hab doch ich verhaftet. Gestern am Abend in Feld. Ja, aber das geht mir gar nichts. Aber nicht zusammen, ja was... Na, der will wieder abschasseln. Ganz einfach. Bitte sehr. Einen Moment. Hartnickel. Ich berufe mich auf den Berichtigungsparagrafen. Sie schreiben da in der Zeitung nicht wahr, dass gestern am Abend, nicht wahr, am Ostbahnhof Havlicek, Czamski verhaftet worden sind. Sagen Sie, wissen Sie, dass Sie da einen Riesenbock geschossen haben? Sie wollen eine ernstzunehmende Zeitung sein? Na, lassen Sie mich in Ruhe, wenn Sie ein lokaler Redakteur sind. Ja, wollen Sie, wenn ich kann, ich nicht riechen, wo er ist, dann kann ich nicht riechen. Schiebt einer am anderen. Ich will mir aber eine Remandur schaffen. Unbedingt. Was wieder? Entschuldigen Sie, pardon bitte, ich habe den Havlicek, Entschuldigen, Inspektor Hasenitlers Feldkirch, ich habe den Havlicek verhaftet mit Samt der Czamska. Sie schreiben aber doch in Ihrer Zeitung nicht, dass es ein anderer war. Das kann ich mir selbstverständlich nicht bieten lassen, nicht wahr? Denn Sie haben zwei Falsche erwischt. Ich verlange eine Berichtigung, nachdem Sie das Apparat sind. Just. Wer sind das? Der Chefredakteur Grinski. Was, der Chefredakteur? Jawohl. Na, da ist mir so manches verständlich. Und Sie haben meine Interessen auf das Gröbste verletzt. Und Sie... haben keine Berechtigung, mir die Tiere vor der Nase so zuzuschlagen. Ich bin nicht der Erstbeste. Aber bitte, das habe ich jetzt schon heute erzählt. Ich kann nicht wieder von vorne anfangen. Ich habe in der Ausdruck nicht gesagt. Das ist lokalisch am Morgen, da drüben. Was am Morgen? Du weißt, sind Sie eigentlich jetzt der Chefredakteur, oder sind Sie jetzt... Bin ich auch, Dr. Grimski. Grimski, später Hasenüttel, der Name. Ich möchte nur sagen, dass Sie reingefallen sind, aber gründlich. Wieso? Na warum? Den hab doch ich, den Havlicek hab doch ich verhaftet, gestern am Abend in Feldkirch unter persönlicher Lebensgefahr. Das ist interessant. Dann haben Sie Beweise? Beweise, bitte, hier sind Sie eine Menge. Bitte. Danke. Aber ich sehe, heute gut geruht. Was ist denn? Ja. Ah ja, richtig, ja, Tierleder. Exzellenz. Das sagst du nicht immer Exzellenz zu mir. Wir sind ja schon mehr oder weniger demokratische Republik. Ich meine, da gibt's keine Exzellenzen mehr. Jawohl, Exzellenz. Wo ist den ganzen Schmuck von der Czamska hier in der Tasche? Aber bitte, den können Sie fotografieren, wenn Sie wollen, oder den Schwindel, den sich der Havlicek ausgedacht hat, den Zollvertrag. Was? Dass ihm die österreichische Regierung die Zölle verpachten will. Bitte, und gleich auf 10 Jahre. Na, was sagen Sie? Ist das ein Beweis? So, und worauf stützen Sie denn diese Behauptung? Ja, er hat ja so ein Papier gefälscht. Das war natürlich von langer Hand vorbereitet, die ganze Geschichte. Die Unterschrift vom Finanzminister nachgemacht, nicht wahr? Und glaubt, damit imponiert er einen jeden und rutscht über die Grenze. Kann man das Papier vielleicht sehen? Ja, bitte. Nein, bitte aus der Hand kann ich die Taschen nicht geben, weil ich habe nämlich einen ganzen Schmuck von der Czamska drin, nicht wahr? Das ist eine Kanaille. Und wissen Sie, mit was die reist? Ja. Sie interessant, nehmen Sie will gerade die Freundin, bitte, das ist das Falsifikat. Sie will nämlich die Freundin vom Herrn Finanzminister sein. Die Geliebte, sagt sie. Die Geliebte. No, für eine Zeit lang werden wir jetzt aus dem Wasser, dank dem Zollvertrag. Ja, ein Loch stopfen wir zu, das andere reißt man auf. Wenn alles gut geht, haben wir heute Nachmittag die erste Rate. Ja, das heißt, vorausgesetzt, dass nichts dazwischen kommt. Wie meine ich das? Meine Verehrung, nochmals besten Dank, Maria. Ehren, ich kann mich doch verlassen. Sie können sich verlassen. Richtig gemacht, das ist richtig in Ordnung.
So, jetzt haben wir unseren Schlager. Die ganze Mittagsausgabe heraus aus der Maschine. Titelseite wird umbrochen, Schlagzeile Finanzminister verschachert Zölle. Nein, viel besser, Dr. Lorenzer ist Nobel und schenkt seiner Geliebten die österreichischen Zölle. Und den Leitartikel schreibe ich. Sogar, seine Buben, sogar. Na, und Herr Inspektor hin, Herr Inspektor her. Ist das gegangen? Sogar fotografiert haben Sie mich. Was nicht so? Was denn? Ja, so. Wissen berichtigen? Wissen berichtigen, mein Lieber, mit solchen Buchstaben. Ja. Ah, so ist ein berühmter Mann. Schau, und das ist mir nicht zu tun. Mir ist die Hauptsache, dass ich Oberinspektor werde, nicht? Und vielleicht überspringen oder da oben und rücken einen Grad. Glaubst du, dass ich das machen kann, die Exzellenz? Der Lorenzo, der kann alles, wenn er will. Muss der mir zu Gesicht stehen. Ja. Na, mir frisst er aus der Hand. Ja. Hallo, Name Natilo. Gens, führen Sie den Herrn Inspektor hinauf zum Dr. Wietheim. Er möchte den Herrn Minister sprechen. Jawohl. Hasmittel, mein Name. Ah, also, Moment. Ja, Moment. Könnt ihr nicht schnell mir bei Gulasch essen? Ah, das geht jetzt nicht. Geh. Nimm Spagatellerie. Jo, das ist ja gut, ja. Bitte, Herr Narbert. Also, was ist denn? Ein Zollwachinspektor aus Feldkirch ist da, Exzellenz. Was, aus Feldkirch? Ja, er sagt, Exzellenz haben heute Nacht mit ihm telefoniert. Was ist denn der da? Ja, wie kommt denn herein mit dem? Lassen Sie mich mit dem Mann an. Bitte schön, Exzellenz. Zollwachinspektor Lorenz Hasenhüttl aus Feldkirch meldet gehorsam sein Eintreffen in Wien. Ja, Unglücksmensch, was machen denn Sie da? Bitte. Exzellenz, haben doch den Wunsch geäußert, mich persönlich kennenzulernen. Aber geht's. Na ja, was, und ich bin die ganze Nacht durchgefahren, um den Wunsch von Exzellenz zu erfüllen. Sie haben doch jemand Hopp genommen in Feldkirch. Befehl, Exzellenz, den Havlicek. Ja, den Hürlemann. Ja, Hürlemann. Ist ja ein und dasselbe. Ja, ich weiß schon. Sie haften mir doch dafür, dass der Mann das Land nicht verlässt. Wie können Sie mir denn jetzt haften, wenn Sie da sind? Ja, Ihre Weisungen waren nicht ganz klar, Exzellenz. Also ist er noch dort? Selbstverständlich. Und da können Exzellenz absolut beruhigt sein. Wenn ich einen Schwerverbrecher habe, dann kommt er mir nicht mehr aus. Nicht wahr? Und meine sämtlichen Organe haften wieder mir persönlich dafür. Also dann ist ja gut. Sehen Sie, und die Chamska habe ich auch. Wenn Exzellenz wüssten, was die alles behauptet. Das interessiert mich nicht. Na, also, kann man das sagen, dieser Person ist überhaupt nichts heilig. Das ist so das richtige Gespann. Ich meine, so das richtige Duo für einen Schwerverbrecher. Was sagen Sie denn immer, Schwerverbrecher? Wie kommen Sie denn überhaupt auf die Idee? Exzellenz, aber erstens der Steckbrief. Also reden wir nicht mehr davon. Die Hauptsache, lieber Inspektor, ist, dass die Geschichte streng geheim bleibt. Geheim? Jawohl, Sie müssen verschwiegen sein wie das Grab. Ja, und dass ich die zwei gefangen habe, das soll ja auch niemand erzählen? Das einmal am wenigsten. Wenigstens vorläufig noch nicht. Also passen Sie auf. Wenn Sie zu niemandem was reden, wird das Ihr Schaden nicht sein. Herr Oberinspektor. Oberinspektor? Bitte, Exzellenz. Könnte ich das nicht gleich schriftlich haben? Oh, natürlich. Aber wehe Ihnen, wenn Sie mir nicht diskret sind. Exzellenz? Die doppelte Auflage, das Blatt wird heute weggehen mit den warmen Semmeln. Herr Schäfer, bitte verzeihen Sie. Ich ziehe diese Berichtigung wieder zurück. Nämlich die Sache muss äußerst diskret behandelt werden, vor der größte Diskretion. Also es darf nicht publik. Schauen Sie, lieber Freund, das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ja, aber mein Gott, bitte, ich möchte mich 200 Schillinge kosten lassen, Herr Schäfer, wenn Sie die Sache tanzen. Wieder rückgängig. Reden Sie nicht so dumm, daher, das Blatt ist doch bereits im Druck. Könnte man denn das nicht stornieren? Bitte, vielmals, Herr Schäfer.
Mein Gott, na, ist mir das schon angenehm. Das ist eine Reklame für Sie. Finanzminister Lohe. Selige Menschheit! Sie her, Sie Fenner her! Was haben Sie denn da geschrieben? Was haben Sie, was Sie sollten, das ist eine Berichtigung? Sie haben ja alles verdreht! Lumperei, Schweinerei! Ja, gehen Sie da nicht auf! Machen wir! Bagage, Schmierblader! Den Gold soll es im Vordergrund. Du, hast du das schon gelesen? Das ist ja zum Wind hinaufklettern. Ihr wusst, es geht schief. Den Lorenzo soll der Teufel holen und den Bouffier dazu. Das ist doch so dumm, sowas. Schöne Sachen machst du, Haserl. Was, ich? Ja, Wieso denn ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist lange, das, oder? Ich muss Sie fragen, warum Sie mir anbieten, österreichische Zöller, wenn Sie sind nicht mehr zu haben. Was ist denn was? Ich bin doch kein Lausbub. Ich fahre heute noch ab. Goodbye. Also dieser Hasenhüttel, dieser Idiot, ja, dann beiße ich ja beide Ohren ab, wenn ich den erwisch. Sie schaffen es mir, den Mann sofort her. Tja, wo soll ich ihn denn hernehmen? Ja, was weiß der nicht? Das ist ja Ihre Sache. Wozu mit dem Beamten? Ja, schauen wir, was ich finde. Ja, das soll ich ihn vielleicht suchen, vielleicht nicht? Na? Sie müssen sofort diesen Hasenhüttel herbeischaffen. Wie soll denn ich denn? Was weiß denn ich? Wozu sind Sie den Ministerialsekretär? Wenn Sie mir braucht, hat in der Navratil, ich werde sofort nachschauen. Navratil! Herr Ministerialsekretär? Wo ist denn der Zollinspektor, den Sie mitgebracht haben? Der ist schon fortgegangen. Ja, wohin denn? Ja, das weiß ich nicht. Ja, schaffen Sie mir den sofort her. Aber wie soll ich denn hier? Ja, was weiß denn nicht? Wozu sind Sie denn Amtsdiener? Moin, Schwenskis, ja? Ja, Herr Gerdiner. Ist das auch ein Minister? Na, wo geht die Ministerin ist das? Hast du den auch geschaut? Mein Lieber, das ist eine Schurfe. Jetzt sitzt was da oben. Hier kann man aber auch ein Minister so eindunken. Mein Gott, was wird sich die Exzellenz von mir denken? Wann ich dir das sag, Wally? Es bestimmt nicht wahr, Ritschi. Ich sterbe vor Scham. Du stirbst bestimmt nicht, Ritschi. Lass mich. Na, aber der Hasenhüttler, also der Herr, muss ja rein verrückt worden sein. Was wollen Sie? Was stören Sie mit? Wir haben ihn gefunden, den Hasenhüttel. Er kommt schon. Später. Nein, jetzt führen Sie den Mann herein. Er kommt wie gerufen. Bitte. Exzellenz, bitte tausendmal um Entschuldigung. Bitte, aber ich kann nichts dafür. Das ist die Ungnädigste. Aber ich wollte doch den Havlicek nicht auslassen und die Chamska doch auch nicht. Wie sieht diese Person aus? Bitte, ich habe den Pastor. Ich habe mir gedacht, es ist besser, ich nehme gleich alles mit, weil doch Exzellenz an den Fall sehr stark interessiert war. Nicht, nur weil mit den Weisungen war ich mir nicht im Klaren. Da war ich mir nicht im Klaren, da habe ich mir gedacht, am besten ist du vorst her und ordnest die Sache selbstverständlich. Lass uns das. Geben Sie her. Bitte schön. Marie Machek. Bitte, und ausgeben tut sie sich aber für die Vilja Milena. Und sein tut sie die Chomska. So eine ordinäre Person. Also, und die will mir weismachen, dass sie die Exzellenz... ein Verhältnis mit ihr hat. Ja, eben. Bitte, und so habe ich das bei der Zeitung auch mitgeteilt. Und da haben sie riesig gelacht, nicht wohl? Und zum Schluss schreiben sie das so hin, als ob es wirklich wahr wäre. Idiot. Denn, Idioten, und mehrere. Ja, haben sie wenigstens auch den Zollvertrag da. Schnell, bitte, habe ich alles mit. Zumal der zweite Boss, der falsche Boss, wo ihm hat eins der Zollvertrag, bitteschön. Und du hast sehen, bitte, gnädigste. Raul Hillemann, R.H., nicht wahr? R.H., bitte, sein Exzellenz, R.H., das ist nämlich auffallend. Richard Havlicek, R.H., die gleichen Initialien. Ja. Ja, bitte. Und den Schmuck von ihr, von der Chomska, habe ich auch mitgebracht. Zeigen Sie her. Moment, ich bin mit dem Schnapperl, das verhagelt sich immer, bitte. So, da ist ja, das ist die Brosch, die sich, da behauptet dieses Subjekt, nicht nur die Exzellenz hätte sie ihr verehrt, geschenkt als Souvenir. Die Exzellenz hat ja angedeutet, dass die Herrschaften auch bestohlen worden sind. Jawohl, ich von dieser Bestie, Pfui Teufel! Ich lasse mich scheiden!
Sag Sie, wahnsinniger Nase, sind Sie ganz vernagelt? Ja, wieso denn? Was meinen Sie? Wie meinen das, Exzellenz? Merken Sie denn noch immer nicht, dass die Gefährten erwischt haben? Was, die Gefährten? Ja. Ja, ist das nicht der Havlicek? Nein. Was, und Sie ist nicht die Chance? Nein, nein, sagen Sie, was haben Sie denn überhaupt mit der Dame gemacht? Ja, bitte eingesperrt habe ich Sie. Ja, um Himmels Willen, wo denn? Ja, in Gasthof. In Gasthof mit den zusammen mit den Hürlemann und mit den Havlicek, damit er sich zusammen die Zeit vertreiben, so wie Exzellenz ihm befohlen haben. Ja, ja, es ist grauenvoll, grauenvoll. Die Dame steht mir nämlich wirklich sehr nahe. Na ja, mein Gott, dann ist das alles wirklich, das ist alles wahr? Dann ist das mit dem Zollvertrag, ist das auch wahr? Ja, bitte, warum haben wir das Exzellenz nicht gesagt? Ich habe doch ein paar Mal angefragt. Es ist alles so unklar, es ist so unklar. Es heißt, dass die Hauptsache ist, die Dame muss so rasch als möglich in Freiheit gebracht werden. Wie heißt denn der Gasthof? Nein, anrufen hat gar keinen Zweck, weil ich die Telefonverbindung gesperrt habe. Ja, schlau haben Sie das gemacht. Sehr schlau. Und ich kann jetzt schauen, dass er den ganzen Ballerwetsch wieder einringt. Das heißt, wenn er sich überhaupt einringen lässt. So was, das mit den Zollen, ja. Das verstehe ich nicht. Dass wir uns so aus der Hand geben, jetzt kommen wir ja schon halber zu der Schweiz. Ihre Kritik interessiert mich nicht, Herr Inspektor. Die Ober? Was? Exzellenz haben mich zum Oberinspektor ernannt. Den Oberinspektor nehme ich zurück. Was ist denn? Verzeihung, Exzellenz. Der Herr Kanzler ist im Haus mit dem Herrn Minister Bouvier. Wo sind Sie denn? Die Herren erwarten Sie im Sitzungszimmer. Ja, ich komm schon. Exzellenz, bitte, möchten wir nicht irgendwelche Direktiven... Reden Sie nicht mal, Sie kindischer Mensch, Sie! Ja. Ja, bitte, Exzellenz, Entschuldigung. Ich bin doch kein Mensch, Haus. Es ist alles so unklar, so... Na, was habe ich notwendig? Was habe ich notwendig? Kommt zum Schluss, ist der Hürlemann auch noch auf mich fest. Das ist doch wirklich ein Skandal, der Herr Dr. Lorenzo, der Herr Finanzminister, das Finanzgenie. Ich schäme mich vor den Leuten und ich schäme mich vor meiner eigenen Frau. Ich verstehe dich gar nicht. Ich meine, sag mal, was geht denn auf mich los? Schließlich bin ich ja nicht der geistige Urheber von dem Zollvertrag. So, na wer denn, Herr Dr. Lorenzo? Wer denn? Der Bouvier. Was, ich? Ja. Ach, das ist aber der Bouvier. Wem hat man denn gratuliert von allen Seiten? Die oder mir? Bin ich der Finanzminister oder du? Vorläufig noch der Dr. Lorenzo, vorläufig. So kommen wir nicht weiter. Die einzige Frage ist jetzt, was geschieht? Nicht was geschieht? Diese Frage möchte ich an Sie richten, Herr Dr. Lorenzo. Ich werde mich hüten. Ich bin ja nur Einzelner. Weil dann wieder einen Vorschlag machen, es geht schief, fallen wieder alle über mich her. Ja. Also ich möchte eine Ministerratssitzung vorschlagen. Gut, machen wir Ministerratssitzung. Alle Exzellenzen zusammentrommeln. Und, meine Herren, um 4 Uhr ist die Sitzung. Das ist gut. Schau dir den an. Ein Zollbeamter und macht solche Enthüllungen. Also der fliegt bestimmt. Und dem Mann traut man das gar nicht zu. Der schaut aus wie ein Unglück auf Stelzen. Hey, die haben ihn mir nur ausfratscheln wollen. In seiner Dummheit hat ein hoher Klein herausgebracht, von was für Leuten wir regiert werden. Also ein Gesicht wie ein Zwetschgenkranz. Die Zölle verpachten. Hey, wir sind ja sowieso schon ganz Habitäre. Was kommst du drauf an, wenn wir an? Nicht, also meine Herren, nicht? Sie kennen jetzt alle mehr oder weniger die Situation. Nicht? Der Hürlemann ist für uns nur jederzeit greifbar. Also ich frage Sie jetzt direkt, meine Herren, wollen Sie den Vertrag noch zur Ratifizierung bringen oder nicht? Sei so gut, was du eh siehst, was die Geschichte für einen Staub aufwirbelt. Willst du uns alle noch tiefer hineinreiten? Wenn wir den verdammten Vertrag noch hätten. Aber den hab ich ja. Den hat mir doch der Hasenhüttl gebracht. Der liegt doch bei mir im Ministerium. Ja, warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Dann dementieren wir ganz einfach den Artikel in der Minute am Mittag, lass mich nur machen. Wenn ich das rasch hineingib, dann bringt die Minute am Abend das Dementi. Aber billig wird das nicht sein, fürchte ich. Hä? Na, Gott sei Dank, das Kind hätten wir geschaukelt. So? Nur wie denn? Ja, natürlich, ganz einfach. Mir ist nämlich im letzten Augenblick eingefallen, dass wir die ganze Sache dementieren. Ja, das Dementi ist schon im Satz. In einer halben Stunde kommt es heraus. Dementieren? Natürlich, das Dokument haben wir, das wird jetzt verbrannt, ja. Wo hab ich's denn? Da hat das doch hergelegt, der Hasenhüttl. Da waren doch die ganzen Sachen. Sagen Sie mal, wo sind's denn jetzt? Ja, wo ist denn überhaupt der? Die haben ihn noch gar nicht verabschiedet gehabt. Herr Doktor! Sag schon, was sind die Sachen da vom Schreibtisch? Ich meine die Papiere und den ganzen Schmuck. Ich habe nichts gesehen, Herr Minister. Da? Ja, aber wo haben Sie denn den Inspektor? Na, den Hasenhüttl. Ich glaube, der dürfte schon fortgegangen sein. Was? Und Sie haben ihn sofort lassen? Ja, gut. Ja, lieber Gott, der hat am Ende die ganzen Sachen wieder mitgenommen. Der Mann muss her, sofort. Ja, machen Sie das. Bitte, Exzellenz, ich werde mein Möglichstes tun. Ja, tun Sie das. Ihr Möglichstes.
Um Gottes Willen, dieser Hasenhüttl ist doch so ein Konfusionsmeier. Hoffentlich richtet er mir da nicht wieder einen Blödsinn an. Hallo, Inspektor, kann man gratulieren? Gar nichts, kann man. Aha, da ist er. Servus. Na, Sie haben aber eine wunderbare Suppe mehr produziert. Was denn? Damit sind Sie vielleicht schon weg? Na, die sind immer noch eingesperrt. Ja. Warum stehen Sie denn so? Warum passt es denn nicht auf? Da passt jeder Wirt auf. Was, auf wen passt er auf? Auf den Havlicek. Okay, jetzt sagen Sie schon wieder, dass es der Havlicek ist. Ja, ist es vielleicht nicht. Na, aber natürlich ist es nicht. Das haben Sie mir doch nur eingeredet. Wieso können Sie denn überhaupt die zwei einsperren? Das war so distinguierte Persönlichkeit. Also ich hab's doch nicht eingesperrt. Sie haben's doch eingesperrt. Das ist doch nicht so blöd. Das geht doch über meine Befugnisse, nicht wahr? Und der Gendarm sind Sie. Na, aber Hosenhüttl. Sie haben Hosenhüttl. Immer Hosenhüttl. Ich werde nicht den Hürlemann einsperren mit meinen obersten Vorgesetzten. Ja, ist auch mein Gott der Finanzminister. Der Finanzminister. Die Zölle hat er gepachtet, die österreichischen Zölle. Ganz Österreich hat er gepachtet. Wir kennen schon halber zu der Schweiz. Hört sie. Es ist eh der letzte Abend, dass du da sein kannst. Wenn der Vater wiederkommt, traue ich mich nicht mehr, dich hereinzulassen. Wir müssen halt woanders treffen. Er ist schon ein bisschen scharf. Yes, Vater! Ja, wir sind da, der Herr Lichtin. Auch wieder von unserer Seite ausgestiegen. Bleib sitzen, immer flüssig. Ein braver Schweizer ist mir stets willkommen. Warum hast du denn deinen Bräutigam mit einem Glas Wein angefunden? Ich hab mich doch nicht traut, Vater. Verstehst du das? Beim Vater wundert mich schon gar nichts mehr. Du tust ja gerade schon so, wie ich ein Tyrann wäre. Bitte, wenn dir der Rute gefällt, ich habe gar nichts gegen eine gute Beziehung zur Schweiz. Gibt sich ein Puzzle. So, jetzt muss ich übergehen. Grüezi. Grüß Gott, Frau Kneider. Grüß Ihnen Gott. Wo ist er denn? Oben, sei gestern auf Wasser, dass ich nicht runterkriege. Ich stehe allein mit der Wirtschaft da. Höchste Zeit, dass es kommt. So was Blödes. Ach, was macht er denn oben, der denn? So was. Mein Gott, haben wir schon die Hunde dafür weg? Was ist denn? Rosen, geht schon das. Ich hab's im ersten Moment gespürt, dass du mein Typ bist. Naja, der Weltmann hat sich nicht verleugnen lassen. Du bist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Die vollendete Dame. Rein. Zu meiner herzlichste Gratulation, gnädigste, wenn ich erlauben darf. Bitte und auch Herrn Zollpräsident, gratuliere herzlichst. Ich könnte mir den Kopf herunterreißen, dass das passiert ist, aber bitte, ich bin wirklich unschuldig an diesem Missverständnis. Denn dieser Gendarmerie-Inspektor, der hat mich ganz damisch gemacht. Ich habe sofort behauptet, die Herrschaften sind Herrschaften. Aber dieser Mensch hat ja nicht einmal um 5 Kreuzer ein Menschenkenntnis. Bitte nicht böse sein. Aber im Gegenteil, mein Lieber. Ohne diesen Zwischenfall würde ich wahrscheinlich weiter einsam durchs Leben schreiten. Ich hätte dieses Land verlassen, ohne zu wissen, dass es solche Schätze birgt. Ja, das ist unglaublich, dieser Glanz, den der Herr Zollpräsident in die Augen hat. Lichter heißt man das beim Reh, respektive beim Bock. So sagt der Volksmund. Ja. Hunger haben die Herrschaften keine gehabt, Hunger? Weder Hunger noch Durst.
Die Zeit ist uns im Flug vergangen. Wir waren so glücklich. Aber jetzt hätte ich einen großen Appetit auf ein Nachtmahl. Wollen wir nicht essen gehen, Rauli? Natürlich. Verzeihung bitte, Gnädigste, dazu ist keine Zeit. Das geht nicht, wenn die Herrschaft noch heute in die Schweiz fahren wollen. Wieso müssen wir denn? Freilich, freilich. Und Stand der Bede, nicht wahr? Denn der Herr Zollpräsident hat ja ohnehin schon so viel Zeit verloren. Nicht mal unter Zollvertrag, muss doch unter Dach und Fach gebracht werden. Wir haben ja nur mehr den Personenzug, bitte. Und der geht ja in 10 Minuten. Fleißo! Fleißo! Was ist denn, was denkst du denn da? Gepäck auf die Bahn sofort, sonst versäumen wir ja den Zug. Bitte, meine Herrschaften, aber zum Turteln ist jetzt keine Zeit mehr. In Zug dann wieder. Buchs, sag ans Zürich. Und alles rein für die Herrschaft ins reservierte Coupé. Schneller, ein bisschen schneller, wenn wir weiterkommen. Zollwache, Inspektor Lorenz, Hasenhüttl, meine Gehorsams. Alles in Ordnung. Alles gut. Sehr schön. Aber sagen Sie, Zollrevision haben wir jetzt keine mehr. Nein, absolut nichts, Herr Zollpräsident. Denn das, was jetzt über die Grenzen da hinübernehmen, dafür ist nichts zu entrichten. Wie meinen Sie das? Liebe ist zollfrei. Verzeihung, Verzeihung. Aufgesperrt, streng reserviert, das ganze Coupé darf niemand hinein, weil die Herrschaften reisen. Auf allerhöchsten muss ich sie. Pardon, Herr Deport, vergessen. Nicht nur die Papiere, bitte, Herr Zollpräsident. Und die Schatullen. Es wäre peinlich. Ich habe auch fast vergessen. Ja, an seinem Glück denkt der Mensch an mich. Nichts natürlich, also bis auf die Brust ist futsch. Und die haben wir nämlich die Frau Finanzminister weggenommen. Was höre ich? Ja, die Frau braucht sich nicht aufzuregen, die Gnädige. Denn der Herr Zollpräsident kauft eine andere, eine schönere, denn die, mir hat sie gar nicht gefallen. Gar nicht. Ja, aber was soll das alles bedeuten? Das soll bedeuten, bitte, dass die Gnädige Frau absolute rehabilitiert ist. Nämlich, denn die Brosche war vom Finanzminister und die Gnädigste war die Freundin vom Finanzminister. Ich meine, ist gewesen. Verzeihung, dass ich daran gezweifelt habe, vielleicht. Ja, aber du hast mir doch versichert, dass ich... Mann, die... Rauli, also bitte, bitte jetzt keinen Misston aufkommen lassen. Ich kann nur liebe Worte hören. Ich bin doch jetzt Braut. Braut, die Einstein, die Herrschaft, bitte. Bitte, Herr Präsident. Nicht für ungut, Herr Zollpräsident. Bitte, Herr Zollpräsident, sind da aber wirklich zu beneiden. Und da haben wir Zollpräsident aber etwas Solides. Ein lustiger Kauf. Und nochmals viel Glück und viele, viele liebe kleine Parkserl. Und ich werde trachten durch verdoppelten Dienst einfach unter meinen neuen Vorgesetzten. Grüezi! Sie! Später, Sie werden am Telefon verlangt, aus Wien, Staatsgespräch. Was ist denn? Ich hab schon zu Hause gesagt, in der Wohnung, wo steckt na ja, das? Na ja, gut machen wir aber alles machen. Wissen, was ihr da auf ein blödes Amtsstück habt. Moment, Moment bitte, er kommt schon. Exzellenz, aber wo stecken Sie den Hasenhüttl? In ganz Wien habe ich Sie schon austrommeln lassen seit heute Mittag. Also wann sind Sie gefahren? Kurz mitten halb Zwölferzug. Ich sag so, warum sind Sie denn überhaupt so schnell weggefahren? Exzellenz hat mir gesagt, ich soll die Dame so rasch wie möglich auslassen und ihr alles zurückgeben. Ja, schön, schön. Haben Sie das gemacht? Selbstverständlich, Exzellenz. Na, und der Herr Hürlemann? Hab ich auch in Freiheit gesetzt. Natürlich, aber es ist alles applaniert, alles arrangiert, annulliert. Ja, aber der Zollvertrag? Hab ich mitgegeben. Sie ausgewachsener Nazi, ihn hätten Sie ja nicht auslassen sollen. Na, ich kann doch Sie nicht auslassen. Und ihn zurückhalten, wo die beiden miteinander verlobt sind. Was sind's? Verlobt sind, sein glückliches Brautpaar. Was? Da kann ja aber ich nichts dafür, nicht wahr? Diese ewigen Unklarheiten mit Ihren Exzellenz sind ja heute natürlich auch schon mal zu blöd, zu dumm geworden. Ja, Sie werden nicht noch frech? Na, gar nicht frech, aber ich bin auch nur ein Mensch, nicht wahr? Was, ein Mensch? Ja, lieber Herr, Sie sind ja schon mehr oder weniger ein Rindviech. Na ja, da kann man auch nichts machen, kann man gar nichts machen. Ist mir alles, jetzt ist mir alles wurscht. Wenn einer selber nicht weiß, was er will, da kann man ihm nicht helfen. Der Hasenhüttl bricht mir's Gnade. Und so schön haben's das Demente braucht in der Minute. Direkt elegant. Und dieser Hornox lässt den Hürlemann laufen mitsamt dem Vertrag. Es ist eine Katastrophe, es ist eine Blamage. Allerdings sehr peinlich, Exzellenz.
Ja, aber wem verdanke ich das alles? Nur meinen unfähigen Beamten. Bitte? Ja, ihr habt sie doch fortlaufen lassen, den Hasenhüttl. Jesus, Jesus! Wie sage ich das jetzt dem Ministerrat? Und somit, Herr Kanzler, meine Herren, ist die Regierung durch das sensationelle Demente der Minute am Abend wieder unantastbar. Der Zollvertrag ist gegenstandslos. Das ominöse Dokument ist vernichtet. Nicht vernichtet, gar nichts ist vernichtet. Aber alles ist verloren. Was ist verloren? Alles ist verloren, meine Herren. Ja, aber der Hasenhüttl hat dem Hürlemann den Vertrag wieder zurückgegeben. Morgen in aller Früh wird er ratifiziert. Also da hört sich alles auf. Du hast doch gesagt, du hast den Vertrag. Ja, gehabt, ich hab ihn gehabt, aber der Kerl hat mir ja wieder vor der Nase weggenommen. Mit solchen Mitarbeitern muss natürlich der Staat zugrund gehen. Da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Ja, also ich muss schon sagen, ich finde das einfach unerhört. Ja. Ich weiß, jetzt fallen natürlich wieder alle über mich. Aber meine Herren, in Schönheit sterben. Aus dem ganzen Wirrwarr gibt's doch einen glänzenden Ausweg. Der wäre die Demission. Aber hier habe ich weggeblasen. Hier habe ich gespritzt. Dann nächste, bitte. Telegramm für Oberinspektor Hasenhüttl. Für mich? Jawohl, Oberinspektor. Warum ich bitte? Was denn so? Das gibt's ja nicht. Der Lorenzo, der hat mich doch. In Anerkennung Ihrer Verdienste befördere ich Sie zum Zoll-Oberinspektor und bestätige Sie als Amtsleiter Finanzminister Emil Bouvier. Bitte sind Sie doch wohl. Vater, ich gratuliere dir. Danke. Bitte! Der erste Gedanke des neuen Kabinetts gilt mir. Gratuliere, Herr Oberinspektor. Danke. Gratuliere, Herr Oberinspektor. Lieb. Bouvier, was ist der Name? Kommt mir so bekannt vor. Haben Sie nicht schon mal gehört? Hier steht für das neue Kabinett, Herr Oberinspektor. Gratuliere, auch, Herr Oberinspektor. Danke. Die habe ich ans Ruder gebracht. Das. Das sind doch dieselben Gesichter. Und dieselben Köpfe. Sie haben Schwinger. Schon sowas erlebt? Sind interessant, sind dieselben Köpfe. Meiner Sö. Ja, wozu sind denn da noch Wien gefahren? Ja, was also, durcheinander beiratet haben sie aber einmal. Gründlich nicht, was, wenn sie nicht parieren, wenn sie wieder durcheinander gebeiratet und so lange, also, bis einer noch einer verschwindet. Zum Schluss werde vielleicht ich sogar noch mit der neuen Kabinettsbildung vertraut. Was gibt's gar nichts zu lachen, nicht, weil bei uns ist alles möglich. Was ist denn die Arbeit, meine Herren, die Arbeit? Jawohl, Inspektor. Ober. Oh, pardon, Herr Oberinspektor. Ja. Was denn? Das neue Kabinett erkennt den Zollvertrag nicht an. Was machen wir denn da, Vater? Schau her, na ja, das Weiterwursteln werden wir halt. Wie bisher. Eins steht jedenfalls fest. Der Schweizer wird auswagoniert, hat hier absolut bei uns nichts mehr zu suchen. Aber Vater, du hast doch schon Ja gesagt. Was denn? Was denn? Ihr redet ja nicht von Rudi. Du dummerl du nicht. Der Rudi war mir von allen Anfang an sympathisch. Rudi! Rudi, ich kann seinem Vater gratulieren. Er ist Oberinspektor geworden. Oberinspektor! Schwiegervater, ich gratuliere dir. Dankeschön, danke, also Kinder. Jetzt geht's saus und rechts um eine schöne Festjausen her. Du weißt schon, lieber Rudi, hier kann ich dich nicht brauchen, denn wir lassen uns von niemandem etwas reinreden, von keinem Fremden, denn wir sind ja Gott sei Dank eine freie, eine unabhängige.